Und gerade hat uns diese Einmeldung erreicht. Schon wieder haben Umweltaktivisten der letzten Generation einen Flughafen lahmgelegt und diesmal Deutschlands größten Airport, den Frankfurter Flughafen. Mindestens 6 Personen hätten sich an verschiedenen Punkten auf den Startbahnen festgeklebt. Der Flugverkehr ist zurzeit eingestellt. Offenbar haben die Aktivisten kurz nach 5 Uhr Löcher in einen Zaun geschnitten und sich so Zugang zum Airport verschafft. Polizei und Bundespolizei versuchen derzeit, die Aktivisten zu entfernen. Wie ein Polizeisprecher sagte, erst gestern war ja der Betrieb am Köln-Bonner Flughafen von der letzten Generation lahmgelegt worden. Unsere Reporter sind auf dem Weg auf den Frankfurter Airport und wir werden Sie ausführlich informieren im weiteren Verlauf von Die Welt am Morgen und unseren weiteren Sendungen.